Hallöchen und willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich bin hier wieder unten vor der Burg, wie heißt das? Burgruine? Keine Ahnung. Und komm mit. Bin hier bei Biff, nehme ihn wieder mit, der hier gewartet hat auf mich. Und dann fange ich mal an, hier ein bisschen wegzutracken. Ich könnte mich jetzt zur Burg teleportieren, aber dann würde ich natürlich Biff hier hinterlassen. Ich weiß nicht, ob das so klug wäre, denn so im Großen und Ganzen ist er ja dann doch ganz nützlich, ne? So im Wesentlichen. Okay, so, hier gibt's nichts mehr. Und ich glaube, hier drüben neben der Brücke, ups, nee, da ist auch nichts mehr. Ich muss jetzt bloß gucken, dass ich hier nicht den Echsen da vorne in die Hände laufe. Die hier links, aber da ist genug Abstand. Okay, da passiert nichts. Sehr schön. Dann kann ich mal hier schauen. Oh, hier ist auch nichts mehr. Doch, eine Echsenwaffe. Haha, ein Echsenschwert. Und da ist noch eins. Wow. Stimmt, hier haben wir gekämpft und dann wollte Gorn aber direkt weiterrennen. Deswegen habe ich hier das ganze Zeug nicht eingesammelt. Ich hoffe mal, die Echsen hatten nichts bei sich. Das hatten sie aber bisher ja eigentlich nie. Von daher denke ich mal, passt das. Dass ich da nichts vergessen habe oder so. So. Die hier kennen wir schon. Die habe ich mal mitgenommen vor Ewigkeiten. Ansonsten, da drüben war ich schon beim Hochlaufen. An der Seite. Das heißt, hier dürfte eigentlich auch nichts mehr sein. Nee, da ist nichts mehr. Gut. Dann würde ich mal hier eben noch den beiden Bescheid sagen, dass der Drache besiegt ist. Ach, schau mal einer an. Hier sind noch Heilkräuter. Und ein Blauflieder. Sehr schön. So, Biff, wir gehen kurz zu Gorn und Gestad. Wo war das? Ach, hier war das, ne? Nicht, dass ich hier jetzt irgendwie runterfalle. Das wäre ärgerlich. So, hey, Drache besiegt. Zack, fällt von der Klippe runter, tot. Mist. Hey, du. Der Felsdrache ist tot. Ich höre die Schreie nicht mehr. Warst du oben in der Felsenfestung? Ja. Hab ich's mir doch gedacht. Wo du auftauchst, bleibt kein Stein auf dem anderen. Was willst du jetzt machen? Ich bleib noch eine Weile und mach mich dann auf den Weg zurück zu Lee. Vielleicht treffen wir uns da ja wieder. Ich kann diese verdammte Gegend bald nicht mehr sehen. Es wird Zeit, dass wir aus diesem Land endlich verschwinden. Ja. Bis dann. Das sehe ich genauso. Hey. So, hast du noch irgendwas? Du kannst mir beibringen, Tiere auszunehmen. Nope, danke, das muss nicht sein. So, und mal kurz der Vollständigkeit halber. Wo wäre ich denn hingefallen? Ach, da unten ist ein Ork. Wo kommt der denn her? Die habe ich doch schon umgelegt dort. Ist der vielleicht ins Wasser gefallen? Ach nee, stimmt. Da sind ja einige ins Wasser gefallen und dann wohl wieder hochgeklettert oder oben wieder gespawnt. Jetzt. Sehr schön. Sehr schön. Ich würde mal sagen, die holen wir uns. Auf jeden Fall. Biff und ich. Die lassen wir uns nicht entgehen. Also ich suche hier gerade noch ein bisschen nach Pflanzen, ob hier noch irgendwas wächst. Weil ich schätze mal, hier werde ich nie wieder herkommen. Ah, siehst du, da ist was. Oh, Mana-Pflanzen, sehr gut. Die brauche ich nämlich viel dringender als die Heilungspflanzen. So, hier unten irgendwas? Nee. Okay. Wie viele Orks sind da drüben? Ich nehme mal den Eisblock. Ich habe meine Zauber wieder ganz normal eingeordnet, so wie vorher. Eisblock, Feuersturm und Blitzschlag habe ich jetzt auf Abruf. Genauso wie zur Burg und zum Pass im Minental. Da sind zwei Orkkrieger, die jetzt hoffentlich nicht blöd genug sind, da runter zu springen. Aber es sieht gut aus. So. Hey, hast du mich getroffen? Du Sau. Hoch mit dir. So, Biff, wo bist du? Gut, der eine ist eingefroren. Wir können uns jetzt gemeinsam... Ah, siehst du, da haben wir ihn schon. So, ich würde dann mal gerne den im Blick behalten und mich dann heilen. Wie viel brauche ich denn noch? Das sind 180. Nur 140 draus. Ja, siehst du mal.
Biff ist halt doch zu was zu gebrauchen. Moment mal. Hast du nicht gesagt... Ja, kannst du haben. Hier ist dein Anteil. Alles? Natürlich kannst du den haben. Ich würde dich doch niemals ausnehmen wollen, Biff. Klar. So, und hier hast du noch am besten Heiltrank. Ein 100er sollte reichen, genau. Aber da hinten war ich, glaube ich, schon, ne? Bei der Truhe. Ja, ja, da war ich auf jeden Fall schon. Ich frage mich gerade, ob ich in der Höhle... Achso, ja, Blödsinn, in Gothic 1 war ich in der Höhle natürlich drin. Ja, ja, natürlich. Ja, ja, alles gut. So, ich bräuchte da mal 40 Lebenspunkte. Hier hole ich mir mal 30. Ups, das ist ja eine Goblinbeere. Ich dachte, das wäre eine Beere, die 5 heilt. Naja, was soll's, habe ich einen Geschicklichkeitspunkt mehr. Den Trank wollte ich eh nicht lernen, weil ich Geschick nicht so sehr brauche. Und dann brauche ich noch 90 Mana, das heißt 75. Und dann 15. Sehr schön. So. Der Vollständigkeit halber. Ihr wisst ja, wie das ist. Wenn es eine Weile gut geht, dann sollte man speichern. Ich zumindest. Weil wenn es bei mir eine Weile gut geht, dann geht's irgendwann wieder schief. Und darauf hätte ich gerade irgendwie keine Lust. Ist denn hier irgendwas unter dem Wasserfall? Sieht nicht so aus. Gut. Dann würde ich mich mal jetzt zurück zur Burg begeben, um zu berichten, dass der Steindrache tot ist und zu erfahren, welcher als nächstes dran ist. Ich hoffe mal, das ist nicht der Eisdrache, weil, also so wie der Steindrache das gesagt hat, ist der Eisdrache ja der stärkste. Und das heißt, als nächstes, so wie er klang, müsste das ja ein Feuerdrache sein. Ich weiß nur nicht, wo ich den finde. Das müsste ich dann mal in Erfahrung bringen. Ha, guck mal, Blauflieder. Ich mag Blauflieder. Weil es beides heilt, Leben und Mana. Und ihr wisst ja, hierher komme ich wahrscheinlich so schnell nicht mehr. Deswegen nehme ich das mal mit. Ups, das war vielleicht nicht so klug. Schon wieder ein von diesen Biestern. Können wir bitte möglichst viel davon einfrieren? Dankeschön. Komm schon, Biff, was tust du? Ah, die Elite habe ich eingefroren. Sehr schön. Und den jetzt auch. Haha. So, Biff macht den Schamanen. Sehr schön. Biff, ich brauch dich. Jetzt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Nicht gut. Nicht gut. Gar nicht gut. Biff, du kannst es, oder? Ich ziehe mich mal ein bisschen zurück. Ja, sehr schön. Oh, verdammt, da kommt der Nächste. Nein, 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 nein. Nicht auf mich, auf Biff. Nicht auf mich. Sehr schön. Wow, das war knapp. Hui, das war irgendwie ein bisschen knapp. Aber hat funktioniert. Moment mal. Och, komm schon, Biff. Hier ist. Kannst du das nicht machen, wenn ich alle ausgenommen habe? Ja, nimmst du. Davon hatten wir es ja schon. Davon hatte ich es ja schon erzählt. Moment mal. Dass ich das viel angenehmer fände, wenn er alle paar Minuten oder alle jede Minute zumindest käme. Aber gut, wem sage ich das? Das Spiel ist fertig entwickelt. Da hört mir wahrscheinlich eh keiner mehr zu. Ich brauche 425. Jetzt noch 420. 420 sind 6 davon, oder? Weil 3 davon sind 210. Dann nochmal 3 sind nochmal 210. Und da bin ich genau geheilt. Und an Mana brauche ich 120. Wenn ich jetzt 100er trinke... Nee, komm. Verschwende ich halt eben 5, was soll's. Ist okay. Biff, wie geht's dir? Du bist ziemlich angeschlagen. Klar. Du kriegst auf jeden Fall ein paar gute Heiltränke von mir. Brauchst klar. Also 4 Orks sind dann doch... Uiuiuiui. Schon ein bisschen heftig, selbst mit Biff zusammen. Weil ich ja nicht allzu so viel gemacht habe, ne? Ich habe ihm eigentlich nur so ein bisschen den Rücken freigehalten. Während er den Schamanen erledigt hat. Brauchst klar. Hier soll es aber der Kleinste reichen. Ja, sehr schön.
So, 407. Und dann schauen wir doch mal, was diese Orks hier so bewacht hatten. Aha, ein Dunkelpilz. Ich sehe schon, das hat sich gelohnt. Außerdem eine Spruchrolle, ein Trank und wow, eine brutale Ork-Axt. Was kann die denn? Also ich habe hier ein orkisches Kriegsschwert. Das macht 100 Schaden. Und die brutale Ork-Axt, die macht gerade mal 80. Hm, ist ja nicht so gut. Geschick 33. Ich könnte das Rapier mit 17 Geschicklichkeitspunkten mehr anwenden. Dann mache ich 100 Schaden statt 75. Das wäre halt Einhand. Und Einhand kann ich nicht so gut. Wobei, ich bin gar nicht so weit weg mit Einhand. Ne? 43 zu 56. Das macht gar nicht so viel aus, erstaunlicherweise. Dafür, dass ich immer auf Zweihand gegangen bin. So, du frierst mal bitte ein. Dann sollte der andere herkommen. Genau, das war der Plan. Ich setze zwei Blitze ab. Und dann kriegt er Biff ab. Moment mal. Ja, hier kannst du haben. Hier ist dein An. Und dann prügeln hier. Moment. Vielleicht auch nicht. Vielleicht hole ich mir erstmal wieder ein bisschen Mana. Während sich der Ork da vorne am Hintern kratzt. Eins, zwei. Ich glaube, ich weiß, woran das liegt. Wenn der Zauber einschlägt, während die Animation vom letzten noch da ist. So sieht das aus. Interessant. Hier, Biff, hier Gold, kannst du haben. Moment mal. Genau. Hier ist. Natürlich kannst du das haben. Ich halte doch mein Wort. Junge, Junge, Junge. Vertrau mir doch mal ein bisschen. So, 5 Mana. 10 Mana. So rum. Ja, ich wollte eigentlich zurück zur Burg, aber hier hinten sind so viele Orks. Und die muss man doch. Ne? Die müssen doch aus dem Weg geräumt werden. So sehe ich das jedenfalls. 1. 2. 3. Und 4. Bis der Rest gehört hier. Nein, nicht auf Biff. Nein, nicht auf Biff. Hey! Ich habe eine Orgelite selber umgelegt. Mit einer eigenen Waffe. Cool. So, Biff. Moment. Hier hast du deine 13 Gold. Hier natürlich. Ich bin ja nicht dumm. 16 Lernpunkte. Mana kostet 3. Ich kann nur 5 Punkte steigern. Sehr schön. Nämlich bei 130 Mana. Apropos Mana. Ne? So. Apropos Mana. Bevor ich da weitermache. Erstmal wieder auffüllen. Und weil es so gut lief, würde ich hier so glatt nochmal speichern. So, ich bin gespannt. Was haben wir denn hier? Oh, Senkrad. Mit seiner Armbrust. Ein paar Mana-Tränke. Ja, die Güte sind jetzt nicht so gut. Eisblock, Blitzschlag. Blitz. Blitz will ich mir mal anschauen, was Blitz kann. Ich habe bisher nur Blitzschlag. Moment mal. Ja, Moment. Also dafür hast du ja eigentlich nichts getan, ne? Hier ist dein Anteil. Alles klar. Naja, okay. Ich will mal nicht so sein. Ohne dich wäre ich hier nicht hergekommen, Senkrad zu finden. Von daher sage ich mal einfach, das ist okay. So, Blitzschlag macht 150 Schaden. Und der Blitz... Wo ist der? Hallo, wo ist der Blitz? Ich habe doch gerade einen Blitz gefunden. Jetzt blöd. Da, Blitz. 30. Das ist ja viel schwächer. Dann brauche ich den nicht. Weg damit. Ein Ork-Krieger, zwei Ork-Krieger. Gut, einer wird eingefroren. Zack. Genau, und der andere kriegt Blitze ab. 1, 2. Ups. Und wieder ein von diesen Biestern. So, Biff. Und dann... Ach komm, was soll's. Der andere ist alleine. Den schaffen wir auch so, ohne eingefroren zu sein. Ich hoffe mal, er ist alleine. Aber ja, er ist alleine. Ah, da drüben auf der anderen Flussseite sind noch ein paar. Aber hier unmittelbar bei uns ist er alleine. Von daher passt das. Gar kein Problem. Ah, da hinten sind noch ein paar. So, Biff hier, deine 4 Gold.
Moment mal. Genau. Hier ist dann alle. Ja, und wisst ihr was? Jetzt gerade wird es mir ein bisschen zu blöd. Es ist doch ein bisschen eintönig, hier ganz, die ganze Zeit nur die Orks zu schlachten. Ich würde mal sagen, das merke ich mir, dass hier hinten Orks sind. Und vielleicht beim nächsten Mal mache ich dann noch ein bisschen weiter. Nichts zu holen. Oder vielleicht auch von der anderen Seite herkommend. Jetzt, da ich weiß, dass hier eine Brücke ist, können wir da ja auch von der anderen Seite her hingehen. Ich würde jetzt erstmal in die Burg gehen und berichten, dass der gerade hier gefallen ist. Vielleicht sollte ich mal schauen. Verschwindende Dunkelheit. Uda vermisst seinen Freund Zengrad. Okay. Ah, da sind ja Orks auf dem Weg. Dunkelpilz. Den lasse ich mir nicht nehmen. So, aber ich glaube, hier ist alles relativ orkfrei. So, um die Rampe rum. Ja, das sieht gut aus. Alles klar. So, Biff, sagst du mir jetzt eigentlich irgendwas? Ja. Ziemlich brenzliche Gegend hier. Geh du vor, ich halte mich im Hintergrund. Ziemlich brenzliche Gegend. Das ist der Grund, warum er hier bei der Burg wartet, okay? Weil er die Gegend brenzlig findet. Verstehe ich nicht ganz, weil eigentlich bist du ja in der Burg mit garantierter Sicherheit, also mit Garantie bist du in der Burg sicherer als außen vor der Burg. Aber gut, das musst du wissen. So, Uda, warst du hier, ne? Ich bin der Größte. Ich bin der Größte. Du bist in Ordnung. Also, wenn du was lernen willst, dann helfe ich dir. Ach, das war alles. Ich dachte, ich habe ihn jetzt herausgefordert. Ich habe Zengrad gefunden. Wirklich? Wo ist er? Er ist tot. Hier ist deine Armbrust. Er hatte sie bei sich. Er muss sich die Armbrust zurückgeholt haben, ist aber dann doch wohl von den Orks erschlagen worden. Verdammter Narre, ich wusste es. Wir werden alle sterben. Ja, früher oder später werden wir das, aber nicht jetzt und nicht durch Orks. Denn ich bin hier der beste Magier weit und breit und der Einzige, möchte ich meinen. Hast du Neuigkeiten? Die Drachenjäger sind angekommen. Sie wirken auf mich wie zäh. Das haben wir schon gehabt. Zeig mir deine Ware. Genau, zeig mir erstmal, was du hast, beziehungsweise um genau zu sein. Zeige ich dir erstmal, was ich so habe, denn ich habe hier ganz viel Unsinn, den ich nicht brauche. Zum Beispiel, was, die Folteraxt ist eine Einhandwaffe, okay. Betty ist auch eine Einhandwaffe. Drachenschneide, oh ja, die würde ich gerne benutzen. okay, die ganzen Einhänder, die gebe ich mal her, komm, die brauche ich ja nicht. So, Runenmacht behalte ich, Streitaxt behalte ich, Zweihänder behalte ich. Orkisches Kriegsschwert, braucht viel zu viel Stärke, macht viel zu wenig Schaden, kannst du haben viermal, ist auch nichts wert. Rapier, vielleicht wird es ja noch was. Aber eine Rubinklinge. Wie gesagt, Einhänder brauche ich eigentlich nicht. Außer der Rapier, weil er von Geschicklichkeit lebt. So, Morgenstern brauche ich nicht. Brutale Orkaxt brauche ich nicht. Echsenschwerter sind auch nichts wert. Kannst du haben. Das da könnte ich vielleicht sogar bald tragen. Das hebe ich vielleicht dann doch mal auf. Das ist meine Ersatzwaffe. Die kannst du haben. So, und dann haben wir hier ein edles Schwert. Das brauche ich wirklich nicht. Die Ork-Äxte brauche ich nicht. Den Wolfszahn brauche ich auch nicht. Rostige Axt. Degen. Nee, ist zu schwach. Degen der Banditen hebe ich auf als Beweis. Sicher ist sicher. Belegnagel, Dolch. So, magischer Bogen, magische Armbrust. Langbogen, Feuerbogen. Hebe ich mal lieber auf. Jagdbogen auch. Bei den Bögen habe ich gerade nicht so den Überblick, was ich gerade brauche und was ich nicht brauche. Deswegen hebe ich die mal lieber auf. Und dann, ja, würde ich mal sagen, habe ich erstmal genug ausgemistet. Das war so das Wichtigste. Was haben wir denn hier? Carolot, hast du was Neues für mich? Entspann dich wieder. Entspann dich wieder. Ja, Meister. Ich werde mich bemühen. Ja, das machst du sehr gut. So, Innos, dir helfe. Wenn er das nicht sieht, nun, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Hier gibt es jemanden. Ich suche ja gerade Leute, mit denen ich reden kann über die Drachen. Er hat auf die falschen Leute gehört. Der auch nicht. Ich glaube nicht, der Schmied vielleicht. Oder Rethorn. Hey, du. Was kannst du mir verkaufen? Für einen Magier hab... Ach so, ja genau, du verkaufst Waffen. Wie viel Stärke habe ich? 59. Hey. Das ist gar nicht so viel. Ich habe einige Drachen getötet. Das ist ja toll. Interessiert mich aber nicht sonderlich, wenn ich ehrlich bin.
Ich sagte dir ja bereits, ich stelle lieber Waffen her, als selbst loszuziehen, um die Drachen zu töten. Eine Sache jedoch könnte mich schon interessieren. Wenn du mir Drachenblut besorgen könntest, würde ich einen hohen Preis dafür zahlen. Ich habe Drachenblut für dich. Das ist klasse. Verkauf mir alles, was du hast. Wo habe ich Drachenblut her? Warte mal. Wo habe ich denn Drachenblut her? Weiß ich gerade gar nicht, aber das behalte ich mal im Hinterkopf. Was ist in der Burg alles passiert? Nichts, was ich mitbekomme. Ich glaube, das hatten wir auch schon. Und die Rüstung hatte mir auch schon gesagt, er hat nichts für Magier. Und Schmieden will ich nicht lernen, weil ich die Lernpunkte brauche für Mana. Gut, dann hätten wir das soweit erledigt. Hier draußen gibt es, glaube ich, dann nichts mehr wirklich. Sondern eigentlich nur noch hier drinnen, bei Garund. Und den spreche ich dann nächstes Mal an auf die Drachen. Und zwischendurch werde ich offscreen vielleicht mal mein ganzes Fleisch hier braten, wenn hier schon so ein netter Herd für mich rumsteht. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal mit gebratenem Fleisch in der Tasche und bei Garund. Und dann ziehen wir aus zum Feuerdrachen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.